Hallo Leute, ich wollte eine neue Reihe starten und zwar Drogerie versus Parfümerie. Heute soll es dann um das Thema Creme-Lidschatten gehen. Es gibt ja einige jetzt in der Drogerie. Ich wollte aber nochmal kurz das Ganze nochmal erklären und zwar kriege ich oftmals die Frage gestellt, ob es wirklich besser ist, also die teuren Sachen, High-End etc. Das werden wir jetzt testen. Allerdings müsst ihr wissen, und das sage ich jetzt nur einmal, so gilt das. Das gilt bei all meinen Videos. Es ist immer subjektiv. Es ist meine Meinung. Es ist meine Erfahrung auf meiner Haut etc. Ne? Deswegen, wenn ihr anderer Meinung seid, wäre es sehr schön, wenn ihr eure Erfahrungen in den Kommentaren mit uns teilt. Dann können wir das sehen. Wie auch, ich habe ja natürlich nicht alle Farben da oder auch nicht alle Produkte einer bestimmten Reihe, sondern nur die paar Marken kann ich miteinander untereinander vergleichen. Und deswegen wäre es interessant, wenn ihr vielleicht noch andere Marken kennt, die ein ähnliches Produkt haben. Und also jetzt die dritte Aufforderung. Es wäre sehr cool, wenn ihr eure Wünsche noch in die Kommentare schreibt, welche anderen Produkte ihr gerne sehen möchtet, die ich vergleiche. Es sollte aber nicht so allgemein sein wie Nagellacke, sondern oder keine Ahnung, Blushes, sondern speziell Creme-Blush zum Beispiel oder wasserfeste Mascara. Wisst ihr, was ich meine? Also wirklich speziell ein Produkt. So, heute geht es aber wie gesagt, ups, heute geht es wie gesagt um die Creme-Lidschatten. Ich vergleiche miteinander die Catrice Made to Stay Long Lasting Eyeshadows mit den, also aus der Drogerie, kosten um die 3,50. Dann die Maybelline Color Tattoo 24-Hour. Dinger da, kosten so um die 7, 8 € meine ich. Das sind jetzt nur circa Preise, genau weiß ich jetzt nicht mehr. Dann die Benefit Crystals Cream Eyeshadow Liner, die kosten glaube ich über 20 € und die Paint Pots von MAC kosten glaube ich auch so um die 20 €, bin ich mir nicht sicher. Ich werde euch nochmal alle genauen Preise heraussuchen und dann in die Infobox auf jeden Fall posten, dann werdet ihr das genau erfahren. Und auch woher ihr die bekommen könnt, die Sachen. So, also, ich finde es ganz schön, dass wirklich die Drogerie jetzt da nachgezogen hat und auch endlich so cremige Lidschatten rausbringt, die man auch sehr gut als Base verwenden kann. Also man kann ja cremige Lidschatten als Base verwenden, um eine andere Farbe, also einen Puderlidschatten oder ein Pigment, noch stärker, also die Farbe noch mehr rauszuholen, entweder, ja. Oder man kann sie solo tragen, wenn man möchte, wenn man es verträgt, wenn sie nicht creasen und so weiter. Aber bei mir funktioniert das kaum. Also ich muss immer eine Base drunter verwenden, sonst geht es nicht. Und am besten noch einen Lidschatten darüber. Ich kann sagen, ich finde alle vier Produkte sehr gut, was die lang, wie heißt das, die lang anhalten. Also sie halten alle sehr gut. Sehr lange, ja. Zwar nicht das, was sie versprechen, sowas wie 24 Stunden. Gut, ganz genau 24 Stunden, glaube ich, habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert, aber irgendwann hat es dann einfach aufgehört. Also es hält sehr, sehr lange, aber nicht zu lang. Ohne Base bei mir sowieso gar nichts, hält gar nichts davon. Ich finde bei den Paint Pots, also ich habe nur zwei. Das ist einmal Painterly, den ich sehr gut finde, den anderen, den ich habe, der ist ganz anders. Also die sind unterschiedlich auch untereinander von den Farben her. Ich finde hier die Konsistenz sehr gut und die Konsistenz von dem anderen, den ich habe, ist sehr, sehr dünn irgendwie. Ist ungefähr vergleichbar mit den von Catrice. Die sind auch eher dünn. Ich kann euch jetzt mal swatchen. Die sind sehr dünn, wie so ein Film. Auch ein bisschen schier, also man muss sie schon mehrfach auftragen, um eine krasse Farbe zu bekommen. Kann aber auch sein, dass es jetzt an dieser Farbe liegt. Dann jetzt vom Benefit, das ist etwas cremiger und extrem pigmentiert. Also da bekommt ihr wirklich mit einem Wisch sehr viel Farbe ab. Könnt ihr sehr gut einfach so als Dings dann tragen, also solo. Das wird dann auch nicht so dick. Das habe ich nämlich gemerkt, das ist ein bisschen schade bei Catrice. Da muss man aufpassen, nicht zu viel zu nehmen, sonst wird das ein bisschen zu dick. Dann von Maybelline das. Ist etwas fester in der ganzen Konsistenz, aber auch recht cremig und recht gut pigmentiert, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Also besser als die von Catrice. Dann von MAC. Die sind auch etwas fester, da muss man aufpassen. Die trocknen auch am schnellsten aus von allen, die ich jetzt habe. Da muss man immer aufpassen, es richtig gut zuzumachen. Hier ist es so,
Das ist jetzt so eine neutrale Farbe, die man kaum sieht. Das Painterly war jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber ihr bekommt auch ganz gut Farbe ab. Und die sind etwas trockener in der Konsistenz. Was sich halt sehr gut eignet als Base, gerade auch bei öliger Haut, dass es nicht so sehr in die Lidfalte rutscht. Allerdings, wie gesagt, muss ich trotzdem eine Eyeshadow Base verwenden. Ich finde, von allen Produkten, muss ich sagen, am allerbesten die Benefit-Dinger. Die sind wirklich top. Die sind erstens schön in der Farbabgabe, also du bekommst sehr viel. Ich habe drei Stück, also drei verschiedene Farben davon und ich finde alle drei gut. Ja. Ich finde die Verpackung gut, man kann die irgendwie besser schließen als die von MAC. Sie trocknen daher auch nicht so aus. Man kann die auch als Liner verwenden, könnte man wahrscheinlich auch bei allen anderen. Allerdings wird es hier schwierig bei dem Catrice von der Deckkraft einfach. Es stimmt einfach alles hier bei Benefit, würde ich sagen. Die Deckkraft ist toll, die Farbauswahl ist toll. Gut, der Preis ist vielleicht nicht so toll, aber er ist gerechtfertigt dadurch, dass das Produkt halt so gut ist. Es lässt sich sehr schön verblenden, genau, das ist noch schön zu sagen. Es lässt sich sehr, sehr schön verblenden. So sieht es dann aus. Ich habe auch damit schon mal so ein, ich glaube, Brown Smoky Eye gemacht, ein Tutorial. Kann ich euch in die Infobox verlinken. Und Haltbarkeit ist auch sehr gut. Also ich finde das am allerbesten. In der Drogerie kann ich sagen, ich benutze zurzeit halt sehr gerne die von Catrice, aber ich bin doch überzeugter von dem Maybelline, einfach von der Deckkraft her. Kann aber auch sein, dass es wirklich nur diese Farbe ist. Moment, ich muss mal, ich habe ja noch eine andere Farbe von dem Catrice. Da habe ich noch Jennifer's Gold Rush, das war übrigens Lord of the Blings. Ja, es ist ähnlich da. Also die sind etwas schierer. Ich mag das lieber, wenn sie etwas mehr pigmentiert sind. Dann musst du nicht so viele Schichten auftragen. Und je mehr Schichten bei Creme, Lidschatten, umso dicker wird es einfach. Und das ist nicht so schön. So, deswegen ist bei mir in der Drogerie Maybelline geworden und in der Parfümerie Benefit. Also die zwei Produkte finde ich am allerbesten. Am allerbesten halt das von Benefit. Und aber lasst mich doch eure Meinung wissen oder lasst uns alle daran teilhaben und eure Erfahrungen und so weiter, auch mit anderen Farben oder anderen, ganz anderen Marken, die ich jetzt hier nicht hatte, würde auch sehr interessant sein. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt so diese Reihe und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich freue mich dann auf eure Vorschläge jetzt und eure Kommentare. Und bis dann. Tschüss.